Moin, moin. Der Frischwassertank muss jedes Jahr gereinigt werden. Das ist die große Devise. Unser Wohnmobil ist nun 2 Jahre alt und ich habe das noch nicht gemacht. Deswegen wird es jetzt Zeit. Ich habe mir dafür das Hygienetrio von der Firma WM Aquatec bestellt. Und das besteht aus unterschiedlichen Zusätzen und das werde ich mir jetzt mal anschauen und durchlesen und dann werde ich euch auf der Reise mal mitnehmen, was denn da zu beachten ist. Warum soll man den Frischwassertank eigentlich reinigen? Naja, Wasser ist ja nun das höchste Gut, was ein Wohnmobilist bei sich hat und das Wasser sollte möglichst natürlich keimfrei bleiben und sein. Was nicht unbedingt immer der Fall ist, denn naja, zu Hause wird das Wasser erhitzt und dadurch die Keime zerstört und die Bakterien. Das können wir natürlich in dem Wohnmobil nicht leisten. Und wenn so ein Frischwasser mal 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage steht, dann entstehen ja relativ schnell Keime und die wollen wir nicht haben. Von daher sollte man möglichst einmal im Jahr das Ding wirklich komplett reinigen. Ich habe mich jetzt für die chemische Variante entschieden, weil das das sicherste ist. Und ja, im Grunde muss das jeder für sich selber entscheiden. Aber was will ich? Ich will einen sauberen Tank und möglichst ohne Keime und Legionellen und was nicht alles dazu gehört. Und deswegen fange ich jetzt mal an, das Paket auszupacken. Ja, okay, wie wir jetzt gesehen haben, es gibt hier 3 Flaschen mit auf jeden Fall mit etwas Flüssigem. Dann gibt es einen kleinen Sachetbeutel mit einer Pulverform. Das ist einmal Komponente A. Und es gibt den Entkalker dazu. So, ich habe die Bedienungsanleitung jetzt mal studiert und stelle fest, das ist ein relativ langer Prozess, weil man jetzt auf jeden Fall erst einmal diesen Sachetbeutel aufschneidet und in die Komponente A einfüllt, damit das erstmal chemisch reagieren kann und dann muss das Ganze erstmal 1,5 Stunden wirken. Und dann geht es erst weiter mit dem Frischwassertank. So, ich habe mir jetzt eine Schere besorgt. Und nun 1,5 Stunden warten, bis wir das Ganze in den Frischwassertank einfüllen. Mit natürlich Wasser. Aber dazu komme ich gleich. So, 1,5 Stunden sind rum. Wir haben jetzt die Mischung aus Komponente A und Komponente B. Die sollen wir in 20 Liter Wasser eingeben und die durchmischen. Das werden wir jetzt mal tun. Ich habe mir hier einen Wasserkanister geholt mit 10 Litern. Und zusätzlich noch den Entkalker. Schutzbrille habe ich hier auf, wie ihr seht. So, Entkalker ist mit drin. Serviceklappe auf und werde die 10 Liter einfach in den Tank geben. So, das waren die ersten 10 Liter. Bei der Beschreibung aber steht, man soll das mit 20 Litern anmischen. Hau ich jetzt nochmal 10 hinterher. So, wir haben 20 Liter Wasser mit dem Entkalker und mit dem Reinigungsmittel, mit dem angemischten, haben wir jetzt in den Frischwassertank eingegossen. Und jetzt geht es weiter im Inneren. Bis gleich. Wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass das Wasser auch im Rohr- und Leitungssystem ist, um letztendlich dort auch zu reinigen. Und natürlich auch
im Warmwasserboiler, denn auch da muss gereinigt werden. Also werden wir jetzt mal die Heizung anmachen, damit das Wasser in die Heizung auch läuft. Und dann werden wir jeden einzelnen Wasserhahn betätigen, damit in dem kompletten Frischwasser, in der kompletten Frischwasserleitung das Reinigungsmittel enthalten ist. Dafür betätige ich jetzt einfach den Wasserhahn im Badezimmer. Ja, wir sehen auf jeden Fall, das Wasser kommt dort an. Ich habe natürlich vorher schon das komplette Frischwassersystem einmal entleert und durchlaufen lassen, damit sich das nicht mit altem Frischwasser mischt und wir dann wirklich sofort, wenn Wasser kommt, wissen und sicher gehen können, dass das Reinigungswasser ist. Jetzt machen wir das Ganze natürlich auch nochmal für die Dusche. Und nun werden wir auch in unserer Küche das Wasser auch einmal durchlaufen lassen. Jetzt haben wir mit jedem Wasserhahn einmal das Wasser durchlaufen lassen. Das bedeutet, wir haben jetzt in dem kompletten Leitungssystem haben wir jetzt dieses Reinigungswasser. Jetzt zum Schluss nehme ich bei allen die Wasserhähne ab, um sie letztendlich in das aufgefangene Wasser oder Reinigungswasser einzulegen, um dort auch richtig wirken zu lassen. Weil genau an den Stellen bilden sich sehr gerne sehr viele Keime. Aus dem Badezimmer den Duschkopf habe ich, schmeiße ich jetzt hier zum Reinigen mit rein. Und den Perlator, wie er so schön heißt, aus dem Badezimmer habe ich auch abbekommen, schmeiße ich auch hier mit rein zum Reinigen. Den in der Küche, der ist leider nicht abnehmbar. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Kriege ich nicht hin, von daher lasse ich ihn jetzt drauf. Das bedeutet jetzt, das ganze System muss jetzt 4 Stunden einwirken. In der Beschreibung stehen weitere 40 Liter. Oh, das dampft schon ordentlich. Dann werde ich jetzt einfach nochmal 40 Liter, ungefähr ca. 40 Liter, nicht mehr, und jetzt ca. 40 Liter nochmal zufüllen. So, das System zuschrauben, damit jetzt die Gase entstehen können. Die Gase letztendlich den Bereich, der nicht mit Wasser gefüllt ist, um ihn zu reinigen. Die müssen da sein. Wie habe ich jetzt eigentlich überprüft, dass jetzt nicht mehr als 60 Liter drin sind? Ganz einfach. Ich habe Wasser reingefüllt und habe gerade eben auf einen Wasserstandsanzeiger im Auto nachgeschaut. Und es sind jetzt, also der Frischwassertank ist jetzt mit 50% gefüllt. Dadurch, dass das ein 100 Liter Frischwassertank ist, sind jetzt 50 Liter drin, 20 Liter Gemisch, 30 Liter klares Wasser. Und die Aussage per Bedienungsanleitung ist nicht mehr als 60 Liter. Von daher glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Cool. Das heißt, ich starte jetzt den Timer für weitere 4 Stunden. 4 Stunden sind um. Das Ganze konnte jetzt richtig schön einwirken. Und jetzt werde ich jeden Wasserhahn einzeln mal laufen lassen, bis wirklich die vollen 50 Liter weg sind und dann im Abwassertank sind. Und dann werde ich einfach Frischwasser nachschütten und komplett einmal das Ganze nochmal machen und durchspülen. Moinsen! Ich habe gestern Abend den Rest des Frischwassers durchlaufen lassen durch alle Hähne, habe zusätzlich nochmal neues Wasser aufgefüllt und habe nochmal alles durchlaufen lassen. Über Nacht habe ich dann dieses Reinigungswasser in dem Grauwassertank gelassen, um das auch nochmal zu reinigen und durchzuspülen. Und heute am Morgen, am Vormittag, bin ich dann zum Stellplatz gefahren, habe den Grauwassertank abgelassen, habe das restliche Wasser durchlaufen lassen. Von daher ist der Tank jetzt komplett gereinigt. Jetzt zum Abschluss habe ich noch dieses Silber-Ionennetz, das werde ich jetzt noch in den Frischwassertank einlegen, damit das Wasser auch sauber bleibt und keine neuen Bakterien, Legionellen da entstehen. So, hier habe ich jetzt dieses Ionennetz mit einem Faden dran. Der Hersteller empfiehlt, das möglichst mit dem Faden innen drin festzumachen, damit man das auch schnell wieder rausbekommt. Auf jeden Fall soll jetzt dieses Ionennetz in den Frischwassertank plus
10, 20 Liter und die sollen dann nochmal in das Leitungssystem, damit alles wirklich gereinigt ist und ein gereinigtes Wasser auch dauerhaft darin bleibt. Ja, anderthalb Tage habe ich mich jetzt mit dem Wohnmobil beschäftigt, mit dieser Frischwassertankreinigung. Sehr viel Arbeit, muss man schon sagen. Vor allem diese ganzen Zeiten immer einzuhalten, anderthalb Stunden einwirken, vier Stunden einwirken, Wasser raus, Wasser rein, also ziemlich umständlich. Der ganze Spaß hat jetzt irgendwie 65 Euro gekostet, nur dieses Material. Und letztendlich ein großes Fazit kann ich nicht machen, weil ich weiß nicht, ob der Tank jetzt wirklich sauber ist. Aber eins steht fest, ich habe auf jeden Fall ein besseres Gewissen jetzt mit dem Wasser, ein besseres Gefühl. Auch wenn das Wasser nur dazu da ist, um zu duschen, Geschirr zu spülen, Zähne zu putzen und selbst das Wasser für einen Kaffee, dann wird das natürlich abgekocht und dann ist es auch sauber und klar und okay. Aber ja, wir haben jetzt einen sauberen Frischwassertank. Ich freue mich und so kann es auf die nächste Reise losgehen. Ich melde mich mal wieder, wenn wir irgendwas Neues haben. Bis dann. Ciao.